Es ist der dritte Advent, die dritte Kerze leuchtet und ihr wisst ja, wenn die dritte Kerze leuchtet, sind wir schon Weihnachten wieder ein ganz Stück näher. Und geführt werden wir nach Weihnachten von einem bestimmten Symbol und überhaupt von bestimmten Symbolen, vom Weihnachtsmann, vom Christkind und unter anderem auch, die Heiligen Drei Könige werden sich daran erinnern, von einem wunderbaren Stern, dem Weihnachtsstern. Karl Zuckmayer, eigentlich ein großer Spötter vor dem Herrn, hat ein Gedicht über diesen Stern geschrieben. Und er hat mal nicht gespottet, sondern tatsächlich diesen Stern fast ehrfürchtig betrachtet. Und so nennt er sein Gedicht auch »Ein nie vorher gesehener Stern«. Manchmal des Nachts, wenn ich die Öfen schürte, sah ich durchs Fenster nah und Welten fern, so jäh, als ob mich eine Hand berührte, den nie vorher gesehenen Stern. Er sprang und zuckte, grün in kaltem Feuer, so groß war nie ein Licht und kein Planet. Mein Blick war blind davon, und ungeheuer erschrak mein Herz und fand nicht zum Gebet. Hob dann die Lieder ich, war er verschwunden. War es ein Zeichen? War es ein Ruf des Herrn? Ich frage nicht, doch hält mich tief gebunden der nie vorher gesehene Stern. So ehrfürchtig hat Karl Zuckmayer dieses Symbol der Weihnacht beschrieben. Ein weiteres Symbol, das haben wir dann alle irgendwann im Wohnzimmer stehen, kurz vor Weihnachten, das ist der Weihnachtsbaum. Und der Dichter Heinrich Seidel, der lebte übrigens von 1842 bis 1906, der hat ein Gedicht über den Weihnachtsbaum als Symbol der Weihnacht beschrieben. Und das geht so. Schön ist im Frühling die blühende Linde. Bienen durchsummt und rauschend im Winde, hold von lieblichen Düften umweht. Schön ist im Sommer die ragende Eiche, die riesenhafte, titanengleiche, die da in Wettern und Stürmen besteht. Schön ist im Herbst des Apfelbaums Krone, die sich dem fleißigen Pfleger zum Lohne beugt von goldener Früchte Pracht. Aber noch schöner weiß ich ein Bäumchen, das gar so lieblich ins ärmstlichste Räumchen strahlt in der eisigen Winternacht. Keiner kann mir ein schöneres zeigen. Lichter blinken in seinen Zweigen, goldene Äpfel in seinem Geist, und mit schimmernden Sternen und Kränzen sieht man ihn leuchten, sieht man ihn glänzen, anmutsvoll zum lieblichen Fest. Von seinen Zweigen ein träumerisch Düften, weihrauchwolkig weht in den Lüften, füllet mit süßer Ahnung den Raum. Dieser will uns am besten gefallen. Ihn verehren wir jauchzend vor allen, ihn, den herrlichen Weihnachtsbaum. Wieder ein bisschen Ehrfurcht von einem Dichter vor einem Symbol der Weihnacht, vor dem Weihnachtsbaum. Jetzt kommen die Figuren der Weihnacht. Zuerst einmal das Christkind. Und wieder von einem deutschen Schriftsteller, der ja nicht mehr so ganz bekannt ist heutzutage, aber es macht ja immer Spaß, solche Leute mal wieder rauszukramen. Das ist Ernst von Wildenbruch. Der lebte von 1845 bis 1909. Und sein Gedicht heißt Christkind im Walde. Christkind kam in den Winterwald. Der Schnee war weiß. Der Schnee war kalt.
Doch als das heilige Kind erschien, fing's an im Winterwald zu blühen. Christkindlein trat zum Apfelbaum, erweckt ihn aus dem Wintertraum. Schenk Äpfel süß, schenk Äpfel zart, schenk Äpfel mir von aller Art. Der Apfelbaum, er rüttelt sich, der Apfelbaum, er schüttelt sich, da regnet's Äpfel ringsumher, Christkindleins Taschen wurden schwer. Die süßen Früchte alle nahm's, und so zu den Menschen kam's. Nun, holde Mäulchen, kommt verzehrt, was euch Christkindlein hat beschert. Ja, Äpfel, weiß ich gar nicht mehr, ob die heute noch so viel auf dem Weihnachtstisch liegen. Damals, zur Zeit von Ernst von Willenbruch, so Ende 19. Jahrhundert, da war das noch gang und gäbe, dass man versuchte, für Weihnachten ein paar Äpfel zu retten und sie mit auf den Tisch legte. Wir wechseln vom Christkind zu Christkinds getreuem Knecht. Denn genau so lautet die Überschrift über dem nächsten Gedicht. Und wieder ein Mensch, der noch im 19. Jahrhundert geboren wurde, aber noch ein Stückchen weit ins 20. Jahrhundert hinein lebte, Emil Weber von 1877 bis 1944. Und jetzt kommt das Gedicht. Von grünen Tannen rings umstellt liegt still ein Haus am End der Welt. Dort wohnt und haust auf seiner Art ein alter Mann mit langem Bart. Wenn's Winter wird, dann gibt's zu tun. Nicht mal am Abend kann er ruhen. Und wenn die ersten Flocken schneit, dann murmelt er, bald ist's soweit. Und eines Abends schwebt ganz sacht ein Englein nieder durch die Nacht. Es schwebt, umglänzt von goldenem Schein, aufs Häuschen zu und geht hinein. »He, Alter«, ruft es, »sei bereit«, Dezember ist's und Weihnachtszeit. Der Alte streicht den langen Bart und spricht, ich bin bereit zur Fahrt. Längst fertig sind die Sachen all, der Esel wartet schon im Stall. Der große Graue, dick vom Ruhn, bekommt nun tüchtig was zu tun. Drei Säcke voll, bis zum Rand. So geht's hinab zum Menschenland. Tag drauf klopft's bei euch an und ihr kriegt einen Schreck, es ist der Weihnachtsmann. Jetzt haben wir den Weihnachtsmann eingeführt als eine Figur von Weihnachten. Jetzt gehen wir mal ganz in die Moderne. Das Internet ist ja auch ein großer Fundplatz und da gibt es manchmal von anonymen Dichtern ganz lustige Sachen. Zum Beispiel dieses hier, was so ein bisschen sehr gut ins Deutsche passt. Denn es geht um einen Rechtsstreit mit dem Weihnachtsmann. Stellen Sie sich bitte vor, eine Rechtsanwaltskanzlei verfasst einen Brief an den Weihnachtsmann. Dann hält er sich so an. Lieber guter Weihnachtsmann, jetzt ist soweit, jetzt bist du dran. Ich habe einen guten Rechtsanwalt, der klagt dich an, der stellt dich kalt. Schon seit vielen hundert Jahren bist du nun durch dieses Land gefahren, ohne Nummernschild und Licht. Auch TÜV und ASU hast du nicht. Dein Schlitten eignet sich nur schwer zur Teilnahme am Luftverkehr. Es wird auch vor Gericht zu klären sein, besitzt du überhaupt einen Pilotenschein? Durch den Kamin ins Haus zu kommen, ist rein rechtlich, streng genommen, Hausfriedensbruch, Einbruch sogar. Das gibt Gefängnis, das ist klar. Und stiehlst du nicht bei den Besuchen von fremden Tellern Obst und Kuchen? Das wird bestraft, das muss man ahnden. Die Polizei lässt bald schon nach dir fahnden. Es ist auch allgemein bekannt, du kommst gar nicht aus diesem Land. Wie man so hört, steht wohl dein Haus am Nordpol. Also sieht's so aus, als kämst du nicht aus der EU. Das kommt zur Klageschrift dazu. Das Handwerk ist dir bald gelegt. Es sei denn, dieser Brief bewegt dich die Kanzlei.
reich zu beschenken. Dann wird's mein Anwalt noch einmal in Ruhe überdenken. Ja, das ist wirklich ein recht modernes Gedicht und zeigt so manchmal die rechtliche Streitlust. Und wir wollen den dritten Advent natürlich beenden mit einem Schmunzelgedicht, mit einem besinnlicheren Schmunzelgedicht von Adolf Ey. 3 Tage vor Weihnachten heißt er. Wie ich in der Dämmerung sagt, 3 Tage vor der heiligen Nacht, in dem bauschigen weiten Pelze, durch die wirbelnden Flocken stelze, auf dem Graukopf die raue Mütz, durchknackt wie der alte Fritz und das Runzelgesicht mit dem langen, windverwehten Bart umhangen, da höre ich hinter mir immer mehr kleine Füßchen trippeln daher. Da trappelt und hüpft grad wie die Spatzen und wie sie piepsen und wie sie schwatzen. Und wie ich endlich um mich sehe, stehen 7 Zwerglein in dem Schnee, drängen sich an mich dicht und dichter, lauter fragende Kindergesichter. Und das Kleinste spricht und sieht mich an: Du, bist du denn wirklich der Weihnachtsmann? Da habe ich dann frisch drauf losgelogen, bin mit ihnen zum Bäcker gezogen und als mit Keks und Praline wir nachher standen draußen im Schnee, da sprach das kleinste Männchen wieder: Du, morgen um 6:00, da kommen wir wieder. So hat mit dieser kleinen Schmunzelgeschichte auch die dritte Lesung jetzt ihr Ende, der dritte Advent. Einmal kommen wir noch am 4. Advent, wenn das 4. Kerzlein brennt. Und bis dahin wünschen wir euch wieder eine schöne Zeit und genießt die Adventszeit ein wenig. Bis nächste Woche.